Ansehen oder ansehen? Wer blickt noch durch? Wer sieht noch an, blickt noch hindurch, wo es der Ziegenmensch nicht mehr kann? In einem siechenden Schritttempo wahrhaftig schweißiger Fleißigkeit gehen wir fast aufeinander, nebeneinander her und doch noch immer zu schnell, um wirklich zu sehen, weit entfernt davon, aufrecht zu stehen. In unserer Verschweißtheit mit all dem Geplunder und Gepfropfe traben wir Wege in unserem Kopfe, traben wie Ziegen auf trockener Weide mit dem Glauben an Luxus und betend für Seide. Keiner hat hier je nach dem Hirten gefragt, keiner je wirkliches Gras genagt. Aber hat nicht ein jeder von uns schon die Sehnsucht verspürt, vielleicht aber nie wirkliche Luft berührt, weil er zuvor von altbekannten Irrwegen entführt, indem er ein Ding zum Gegenstand für jenes Sehnsuchtsgefühl gemacht, dieses Sehnen in ziegengerechte Form gebracht. Es lebt sich ja gut auf der Weide und, wie wir nun wissen, besser in Gewändern aus Seide. Hier, wo wir fast aufeinander, nebeneinander hergehen, sind wir wohl alle hinter irgendetwas her. Und von eigens verpassten Hieben und ungesehener Angst getrieben, sehnt sich der Mensch auf trockener Weide nach einer möglichst erfüllenden Fülle von scheinenden Dingen. Und gerade das Liebste, uns Kostbarste, könnte daran zerspringen. Welcher Ziegenmensch fragt schon nach dem alles durchdringenden Klingen? Denn mit was man sich bekräftigt, mit was wir beschäftigt, ist, dass man ja eine Messerklinge habe und mit dieser zerteilen wir jenen ursprünglichen Ton in der Hoffnung auf Ansehen und einen ziegengerechten Lohn. Denn es ist nicht das, wonach wir streben. Dem Erreichen von Ansehen widmen sich Leben. Dieser hier genießt ein großes Anwesen, hält Diener als Hunde und trägt doch in sich klaffende Wunde. Sehen wir uns nicht alle nach Ansehen, ich meine, sehen wir uns nicht alle danach, wirklich angesehen zu werden? Schon unsere Väter liefen mit ergrautem Blick durch die Welt, schauten uns nur mit halbem Auge an und auch nur, wenn das Verhalten gefällt. Wurden wir nicht nur angesehen, wenn wir so und so gespielt haben, ganz zur Freude der Väter, die nun wieder in Erwägung ziehen durften, durch das Kind endlich das verdiente Ansehen zu erlangen? Denn auch dieser ist ja bloß ein Kind am Bangen, ein Kind, das sich meint, auf der zweidimensionalen Fläche eines Spiegels zu erkennen, ein Kind, das sich verlorenerweise wagt zu benennen, wagt zu betiteln. Und mögen sie noch so lange wegrennen ins Morgen und auch die Mutter macht sich stets Sorgen durch die Brille der Angst. Schaut sie liebend herab, zupft an deiner Jacke, meint dann, die Zeit würde knapp. Väter und Mütter, habt ihr einander je wirklich angesehen, wenn ihr euch nie selbst angesehen habt? Und wir ungesehenen Ziegenkinder beginnen die ersten Schlüsse zu ziehen, tun die ersten Schritte, um nun auch vor uns selbst zu fliehen. Und plötzlich merkt man, man muss nur am allerschnellsten rennen. Und plötzlich fängt die Herde an, es beim Namen zu nennen. Kind, füg dich, füg dir selbst etwas hinzu. Kind, tu, damit wir dich ansehen dürfen, damit wir dich ansehen können. Manch eins verläuft sich auf trockener Weide, manch eins ersäuft sich in Kummer und Seide. Und das alles nur, um Ansehen zu erlangen, um nicht mehr über die eigene Existenz zu bangen.
Und so gibt es Tage, da sind die Gräser meiner Weide mir näher als die sich in ihrer Gedankenmanie begrenzenden Ziegengenossen, die hier fast aufeinander, nebeneinander hergehen und sich doch nicht nah sind. Und noch von der untergehenden Achtelnote singt, am Horizont der Weide verklingt, wird mir bewusst, dass alles, was je ist, auch bleiben muss. Und dort, wo die Seide altern zerfällt, dort ergibt sich die erkennende und zu erkennende Welt. Sie schimmert hinter dem Zaun unserer Weide empor und flüstert mir jene Fragen ins Ohr. Oh, es sind die Augen, die sehen, aber wer blickt noch durch dich hindurch? Wer ist es, der hier schauend erkennt? Wer ist es, den man hier auf trockener Weide so leichtfertig ich